Eine eisige Kälte am einsamsten und isoliertesten Ort der Welt, der Südpol. Viele Mythen ranken sich um diesen fast schon magischen Ort, aber keine so dunkel wie die Geschichte, die ich euch heute erzählen werde. Der womöglich erste Mord in der Antarktis. Seit 1958 werden Verbrechen in der Antarktis dokumentiert. Der erste Fall, der aktenkundig wurde, war ein Streit zwischen zwei Russen, der aufgrund eines Schachspiels ausbrach und bei dem die beiden sich gegenseitig mit Hammern angreifen wollten. Bis auf ein paar Verletzungen gab es aber nichts Nennenswertes, was niedergeschrieben hätte werden können. Und abgesehen von kleineren, nennen wir es mal, Spielereien, gab es bis dato noch kein großes Verbrechen. Und das trotz der extremen Bedingungen, die dort herrschen und die nicht ohne weiteres an der Psyche eines Menschen vorbeiziehen. Man ist extrem isoliert vom Rest der Menschheit und es herrschen Temperaturen von bis zu minus 55 Grad. Ersteres ist bekannterweise sehr herausfordernd für den Geist und letzteres für den Körper. Und da wir wissen, dass Körper und Geist in einer Interdependenz stehen, sind Wechselwirkungen nicht zu unterschätzen. Viele, die sich dort längere Zeit aufhalten, driften ab in den Alkoholismus, Depressionen und eine Aggressivität, die öfter in Streits endet. Alles Prämissen für Verbrechen. 1997 kam der Wissenschaftler Rodney Marks in der Antarktis an. Er wurde in Geelong, Victoria in Australien geboren und besuchte später die Universität in Melbourne. Seinen Doktortitel erhielt er an der University of New South Wales. Rodney Marks wurde als Kind schon ein Tourette-Syndrom diagnostiziert und er lernte über die Jahre hinweg damit zu leben. Und so auch seine Arbeitskollegen, denn er war bei ihnen allen sehr beliebt. Jeder von ihnen arbeitete gerne mit ihm, weil er fleißig und pünktlich war und akribisch alles erledigte, was man ihm vorsetzte. In der Antarktis sollte er mit dem sogenannten Antarctic Submillimeter Telescope und dem Remote Observatory arbeiten und mithilfe diesen den Südpol über die nächsten Jahre hinweg erforschen. Ich könnte jetzt versuchen, euch die technischen Aspekte hinter den beiden Teleskopen zu erklären und wofür sie gut sind, aber leider habe ich das ehrlicherweise nicht ganz verstanden und würde jetzt Halbwahrheiten verbreiten. Falls jemand genauer darüber nachlesen möchte, verlinke ich euch die Artikel in der Infobox. Sie spielen aber auch keine wichtige Rolle für den Fall. Ich wollte sie aber vollständigkeitshalber nennen und für die Geschichte ist es wichtig zu wissen, warum Rodney Marks überhaupt erst in die Antarktis gekommen ist und warum er so lange dort blieb. Rodney Marks war mit einer Frau namens Sony Walter verheiratet, die ihm auch als Assistentin auf seinem Abenteuer behilflich sein sollte. Am 11. Mai 2000 ging es Rodney plötzlich, als er gerade auf halber Strecke vom Remote Observatory zur Hauptbasis war, nicht gut. Er bekam keine Luft mehr und sah alles verschwommen. Er schaffte es zwar noch in sein Bett, aber es fühlte sich so an, als hätte er Fieber oder irgendeine Krankheit. In der Hoffnung, diese Krankheit hinter sich zu lassen, versuchte er zu schlafen. Aber leider wurde es nur noch schlimmer. Innerhalb der nächsten 36 Stunden begab er sich immer wieder zur medizinischen Station und ließ sich untersuchen. Der Doktor wusste aber nicht, um welche Krankheit es sich handelt. Die Symptome deuteten auf nichts hin. Er holte sich sogar Rat über ein Satellitentelefon, aber es brachte nichts. Der Zustand von Rodney Marks verschlechterte sich immer und immer weiter. Ich werde jetzt die Symptome genauer beschreiben, deswegen möchte ich hier eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr zart beseitet seid, überspringt einfach diesen Teil. Ich werde einen Timestamp hinzufügen. Am 12. Mai wachte Marks auf und musste sich übergeben. In seinem Erbrochenen fand er Blut. Sofort ging er zu Robert Thompson, dem Doktor der Station. Er gab ihm Tabletten, welche sind nicht bekannt, und schickte ihn wieder zurück. Aber es wurde schlimmer. Marks hatte so starke Schmerzen in der Bauchregion und in der Brust, dass er sich schon bald wieder zum Doktor schleppte. Ab dem zweiten Besuch mit einer Sonnenbrille auf, weil seine Augen so lichtempfindlich waren, dass er sonst nichts hätte sehen können. Aber nicht nur physisch verschlechterte sich sein Zustand, auch seine Psyche nahm ab. Anfangs wirkte er noch desorientiert und depressiv, aber bald schon aufgeregt, sprunghaft und das trotz der unglaublich starken Schmerzen. Er war so aufgeregt, dass er beim dritten Besuch beim Doktor hyperventilierte. Dr. Thompson injizierte ihm ein Beruhigungsmittel, weil er davon ausging, dass die Symptome durch Panikattacken und eine Angststörung auftraten. Aber das war eine falsche Einschätzung. Kurze Zeit später erlitt er einen Herzinfarkt und Thompson versuchte ihn mehrmals wiederzubeleben. Vergeblich. Um 6.45 Uhr erklärte er ihn für tot. Weil bekannt war, dass Marks mit einer Alkoholsucht zu kämpfen hatte, wurde sein Tod als natürlich deklariert, als Folge seiner gelegentlichen Exzesse.
Insgesamt waren sie 50 Personen in der Station. Ohne Marx 49. Und diese 49 standen vor einem Problem. Sie wussten nicht, wohin mit der Leiche, denn die Temperaturen waren im Mai so kalt, dass kein Flugzeug fliegen hätte können, um ihn abzuholen. Also brachten sie ihn in eine Abstellkammer der Station unter. Insgesamt für 6 Monate. Er wurde durch die Temperaturen natürlich konserviert und irgendwann nach Neuseeland gebracht, denn die Partnerstation des Südpols ist eine Station in der Nähe von Christchurch. Und obwohl der Tod so lange her war, konnte der Pathologe herausfinden, dass er nicht durch natürliche Umstände gestorben ist, sondern durch eine Methanolvergiftung. Methanol ist auch schon in geringen Mengen hochgiftig für den Menschen. Und in der Ausrüstung des Südpols gibt es so gut wie nichts, in dem Methanol enthalten ist. Anfangs wurde spekuliert, dass er sich das Methanol eventuell selbst zugefügt hat, um sich das Leben zu nehmen. Aber die Crewmitglieder, seine Frau und der Arzt sagten, dass er keine Anzeichen dafür gehabt hätte, die diese Spekulation als glaubwürdig dastehen lassen würde. Außerdem reagierte er unglaublich nervös und ängstlich auf seine Symptome. Jemand, der sich selbst Methanol zufügt, ist sich über die Konsequenzen bewusst. Klar könnte man auch hier spekulieren, dass er es bereute und vielleicht nicht mit so einem qualvollen Tod gerechnet hat. Aber so verlieren wir uns in Spekulationen. Halten wir uns lieber erst einmal noch an die Fakten. Dr. Martin Sage, der zuständige Pathologe, fand in seinem Körper insgesamt 150 Milliliter Methanol. Ungefähr die Menge eines Weinglases. Sein Arm wies mehrere Einstiche von Spritzen auf, aber in seinem Körper wurde nichts Auffälliges, bis auf das Methanol natürlich, gefunden. Eventuell sind die Einstiche aber von den Injektionen des Doktors, denn wenn wir uns zurückerinnern, hat er ihm ein Beruhigungsmittel gespritzt. Aber von mehrmals ist in den Quellen keine Rede. Aufgrund der gegebenen Sachlage wurde ermittelt, ob Marx ermordet wurde oder ob es ein Zufall war. Als erstes wurde in letzte Richtung ermittelt. Die Ermittler gingen davon aus, dass er sich womöglich aus Versehen selbst vergiftet hat. Wir hatten schon die Theorie angesprochen, dass er sich selbst aufgrund depressiver Schübe vergiftet hat und dass sich alle auf der Station gegen diese Theorie ausgesprochen haben. Deswegen wurde auch nicht weiter in diese Richtung ermittelt. Wobei hier anzumerken ist, dass Depressionen und suizidale Gedankengänge meist von der Außenwelt der betroffenen Person abgehalten werden und sie weiterhin als, in Anführungszeichen, normal wirken. Methanol kann bei einer falschen Destillation von Alkohol entstehen und das passiert auch manchmal. Aber wenn, dann beim gesamten hergestellten Alkohol und nicht nur bei einem oder zwei Getränken. Und da Marx der einzige Fall einer Methanolvergiftung auf der Station war, wurde auch diese Theorie ausgeschlossen. Aber weil die Ermittler ratlos waren, gingen die Spekulationen weiter. Einer der Hauptanhaltspunkte war der Alkoholismus von Marx. Deswegen stellten sie sich die Frage, ob er nicht eigenen Alkohol hergestellt hat, um seine Bedürfnisse zu stillen und nicht weiter aufzufallen. Leider führte aber auch dieser Ansatz zu nichts, da keine Utensilien gefunden wurden, die daraus schließen würden und die Bar 24 Stunden am Tag geöffnet hatte. Das heißt, er hätte sich auch unbemerkt in der Nacht Alkohol besorgen können. Klar, es wäre möglich, dass es doch bei der Inventur oder Prüfung dazu gekommen wäre, dass er auffällt, aber eher unwahrscheinlich. Also zusammengefasst, wir haben eine Methanolvergiftung, deren Ursache unbekannt ist, aber die wahrscheinlich der faktischen Lage entsprechend nicht durch Eigenverschulden und auch nicht durch einen Unfall passiert ist. Wir haben das Opfer Marx, das aber bei allen beliebt war. Ein klischeehafter Ausdruck, der immer bei fast jedem Opfer benutzt wird und dementsprechend nicht die größte Aussagekraft hat. Aber nur mal das Einzige ist, was wir über die Wahrnehmung Marx bei anderen wissen. Es wird zwar noch gesagt, dass er manchmal Witze gemacht haben soll, die nicht bei allen gut ankamen, aber ist ein schlechter Witz wirklich Grund genug dafür, einen Mord zu begehen? Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, was ich persönlich von dem Fall halten soll. Ich fand ihn nur sehr berichtenswert und interessant, weswegen ihr ihn gerade seht und hört. Was eigentlich das Traurigste an dem Fall ist und die Schuldfrage vielleicht nochmals verschiebt, ist, dass es einen Blutanalysator auf der Station gab, der wahrscheinlich auch das Leben von Marx hätte retten können. Dieser war aber leider außer Betrieb, weil Dr. Robert Thompson, obwohl er wusste, dass dieser eine neue Lithiumbatterie braucht, keine bestellte. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was glaubt ihr, ist mit Marx passiert? War es ein Unfall? War er vielleicht doch depressiv und die Zuständigen schätzten seinen Gemütszustand falsch ein? Oder handelt es sich hier tatsächlich um den ersten Mordfall am Südpol? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur 2 Klicks unterstützt ihr den Kanal ungemein. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.